Moin Leute, heute habe ich wieder ein schönes Salatrezept zum Grillen für euch. Und zwar den besten Kartoffelsalat, den ihr je gegessen habt. Okay, zumindest ist es der beste Kartoffelsalat, den ich je gegessen habe. Allerdings ist er nicht so klassisch mit sauren Gurken, sondern mit Pilzen. Das mag ich ziemlich gerne. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das natürlich wieder ummodeln mit sauren Gurken. Das ganze Rezept funktioniert dann genauso. Ja, der Salat ist auch sehr einfach zu machen. Und wenn ihr das entsprechende Geschirr habt, also eine große Backform und eine große Salatschüssel, dann könnt ihr den Salat auch für richtig viele Leute zubereiten. Okay, los geht's. So, als erstes habe ich hier ungefähr 850 Gramm Kartoffeln. Die schäle ich jetzt allerdings. Und im Endeffekt solltet ihr ungefähr 750 Gramm geschälte Kartoffeln rausbekommen. So, die Kartoffeln könnt ihr jetzt ganz einfach in feine Scheiben schneiden und gleich schon mal eine Auflaufform geben. Und ja, ihr habt richtig gehört, wir werden es in einer Auflaufform die Kartoffelscheiben backen, anstatt sie wie ursprünglich, das eigentlich üblich war, dass sie mit Schale gekocht wird, dann gepellt wird und dann Scheiben geschnitten wird. Könnt ihr natürlich auch so machen, aber ich mag das irgendwie lieber, weil man die Kartoffeln jetzt gleich auch würzen kann und so weiter. Ihr könnt es auch auf ein Backblech machen, dann solltet ihr allerdings aufpassen, dass ihr die Temperatur anpasst. Also ich heize den Ofen jetzt auf 180 Grad vor. Wenn ihr es auf dem Backblech macht, dann ist die Oberfläche natürlich viel größer. Dann solltet ihr vielleicht so ungefähr 160 nehmen, damit die Kartoffeln einfach nicht zu dunkel werden. So, dann habe ich hier 8 Pilze, das sind ungefähr 200 Gramm. Die könnt ihr jetzt auch ganz einfach in Scheiben schneiden. So, die Pilze könnt ihr jetzt einfach zu den Kartoffeln dazugeben. So, dann marinieren wir die Kartoffeln noch vor dem Backen. Dafür braucht ihr erstmal ungefähr 5 Esslöffel Olivenöl. Außerdem ein Teelöffel Thymian, eine Messerspitze Pfeffer und einen halben Teelöffel Muskatnuss. Außerdem noch ein Teelöffel Salz. Das könnt ihr jetzt mit den Händen einfach so ein bisschen zwischen den Kartoffeln und den Pilzen verteilen. Möglichst so, dass überall was von den Gewürzen und von dem Öl hinkommt. So, das kommt jetzt einmal in den Ofen und zwar für 40 Minuten bei 180 Grad. Allerdings werde ich es zwischendurch einmal wenden, also ungefähr bei 20 Minuten, damit die Kartoffeln oben nicht zu braun werden. So, dann braucht ihr schon mal eine große Salatschüssel und da könnt ihr dann die Soße reingeben. Ich habe jetzt hier 150 Milliliter Sojasahne und 100 Milliliter Sojamilch. Hier habe ich jetzt allerdings Soja-Reisdrink, aber das geht genauso. Und wie ihr seht, ich werde jetzt hier keine Mayonnaise herstellen, denn ich finde, das ist für so einen Salat irgendwie immer viel zu fettig. Dazu kommt jetzt noch ein Esslöffel Apfelessig, außerdem noch ein halber Teelöffel Salz. Das könnt ihr erstmal kurz verrühren. Dann braucht ihr 2 Lauchzwiebeln. Die könnt ihr einfach in ganz dünne Ringe schneiden und schon mal zu der Soße dazugeben. Dann habe ich hier noch ein kleines Bund Schnittlauch. Und ihr könnt auch alle anderen Kräuter nehmen, die ihr gerne möchtet. Also Petersilie zum Beispiel, Kresse, Basilikum. Obwohl ich in dem Fall euch raten würde, den Basilikum erst ganz zum Schluss dazu zu geben. So, den Schnittlauch schneide ich jetzt auch nochmal in kleine Stückchen. Und ein kleines bisschen Petersilie mache ich jetzt auch nochmal rein. Auch wieder klein hacken. Wenn ihr jetzt eure Grillparty zum Beispiel in eurem Garten macht und ihr bereitet den Salat zu Hause vor, dann könnt ihr natürlich auch einfach erstmal keine Kräuter reinmachen und die dann erst im Garten pflücken und da dann frisch zum Schluss zum Salat dazugeben. So, die Kräuter nochmal schön unterrühren. So, und damit ist eure Soße im Grunde schon fertig. Jetzt warten wir quasi nur noch auf die Kartoffeln. So, das waren jetzt 40 Minuten und die Kartoffeln sollten jetzt auch schön weich sein. So, und bevor ich die Kartoffeln jetzt gleich in unsere Soße gebe, lasse ich die erstmal noch ein paar Minuten abkühlen. So, jetzt ist das Ganze ein bisschen abgekühlt. Jetzt gebe ich das ganz einfach zur Soße dazu.
Und das rühre ich jetzt ganz einfach schön durch. Und jetzt verteilt sich schon richtig so ein leckerer Geruch nach frischen Kräutern und Gewürzen im Raum. Und ja, ich mache das mit Absicht, dass die Kartoffeln noch warm sind, weil sich einfach die Aromen dann noch viel besser verbinden. So, im Grunde ist euer Kartoffelpilzsalat dann jetzt schon fertig. Natürlich kann der jetzt noch eine ganze Weile durchziehen. Also am besten so lange, bis er auch wirklich abgekühlt ist oder sogar über Nacht. Ja, deswegen werde ich ihn jetzt auch erstmal abkühlen lassen. Und damit habt ihr einen super leckeren Kartoffelpilzsalat, der sich, wie gesagt, super zum Grillen eignet, weil er einfach lange durchziehen muss. Ich selbst habe den jetzt so 3 bis 4 Stunden ziehen lassen und so ist er eigentlich genau richtig. Sollte euch der Salat übrigens zu trocken werden, weil die Soße sich einfach zu sehr mit den Kartoffeln verbunden hat, was mir hier übrigens jetzt auch passiert ist, dann gebt einfach noch in die Schüssel ein paar Schlucke Sojamilch und rührt das nochmal durch. Damit könnt ihr das nochmal ganz gut ausgleichen. Das kommt auch immer ein bisschen auf die Kartoffeln an. Zum Beispiel hatte ich letztens bei dem gleichen Rezept das so gehabt, dass am Anfang richtig viel Soße war und die erst nach und nach wirklich dicker wurde. Ja, das könnt ihr im Endeffekt selber entscheiden, wie soßig ihr euren Salat gerne haben möchtet. Okay, mal kosten. Und der ist so... super lecker. Also ich finde ihn einfach super genial und ja, richtig, richtig lecker. Ihr könnt wie gesagt auch die ursprüngliche Version machen, also mit sauren Gurken. Dann halt die Kartoffeln einfach nur so backen, also mit den Gewürzen halt. Und die sauren Gurken dann einfach zu der Soße dazugeben und die Kartoffeln später dann unterheben. Und ihr könnt auch noch viel variieren, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel könnt ihr noch so Seitan- oder Tofu-Würstchen mit reinschneiden oder zum Beispiel statt Pilze Paprika nehmen oder noch ein paar Stückchen Tomate dazu schneiden. Also ja, ihr könnt da echt viel variieren. Und dadurch, dass wir keine Mayonnaise genommen haben, ist die Version halt auch sehr viel leichter als die Originalversion, weil halt ja sehr viel weniger Fett drin ist. Ja, ein wirklich super leckerer Salat müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, ob nun beim Grillen oder einfach so zu Hause. Dieses Video ist übrigens wieder Teil der veganen Grill-Playlist. Den Link dazu findet ihr entweder in der Endcard oder ganz einfach unterm Video in der Videobeschreibung. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und beim Grillen und bis zum nächsten veganen Kochenende. Tschüss!